Hallo und willkommen zurück. Ich habe voll den Fehler gemacht, habe voll auf Sendepause gedrückt. Egal, dann seht ihr jetzt noch ein paar mehr Videos. Ja, wie gesagt, also wie gesagt, in 13 Minuten habe ich hier schon eine 1:21.474. Also, wenn ich jetzt noch, ja, ich sag mal, wenn ich jetzt noch eine Sekunde finde, also dass da eine 1:20.4 steht, oder eine 1:20.3, dann ist das eigentlich schon eigentlich Gold behaltbar, glaube ich. Okay, zocke ich mal weiter. Okay, da kann ich abkürzen. Ah, da kann ich noch ganz viel Zeit rausholen. Cool, sehr schön. Oh, da geht noch eine ganze Menge, Alter. Da geht noch eine ganze Menge. Cool. Komm, 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 jetzt. Alter, und da geht immer noch was. Da geht immer noch was. Ah, shit. Später bremsen. Ja, da ist auf jeden Fall noch mehr, richtig viel Zeit drin. Also hier ist auch wieder sanft lenken angesagt, so dass er dann auch richtig speeden kann. Mist. Hier kann man mit Vollgas durch, hier kann ich noch die Zeit gut machen. Warum bremse ich hier denn mal bei 200? Ja, okay, man kann hier zwar in den Schotter rein, aber nicht zu weit, okay. Na komm schon, komm schon, komm schon. Ganz viel Zeit verloren schon wieder. Das muss jetzt wieder perfekt werden. Und hier kann ich auch noch Zeit rausholen, okay. Thank you.
Gas läuft. So, jetzt die letzte Kurve nicht verkacken. Das ist sehr schön. Hui! Hui! Gold! Boah, locker! Shit! Macker. Seid ihr live dabei? Hallo? Was heißt live? Aber da seid ihr gleich dabei, wie ich hier jetzt schon die Goldzeit erstmal voll pulverisiert habe. Boah! Ich finde hier in der Kurve, da hinter mir jetzt gerade, da geht noch mehr. Da kann ich noch mehr rausholen. Also wenn ich es jetzt richtig drauf anlegen würde, dann, ja, dann wäre ich, glaube ich, schon mal 1,19. Boah, die optimale Zeit wäre eine 1,20. Ich wäre fast, ich bin schon fast unter 1. Alles klar. So, gucken wir mal. 7 Minuten und ich habe jetzt da schon, ich bin jetzt, was ist, wie weit bin ich denn weg? Ich bin 7/10 bin ich weg. Aber da ist noch was drin in der Zeit. Gucken wir, wir machen nochmal weiter. Mal gucken. Oh, das ist natürlich jetzt übel, ne? Also das ist jetzt auch mal richtig krank, ey. Mal gucken, wie das denn ist. 200 waren die. Also mal ein bisschen vor 200. Jo, da geht noch mehr Zeit raus. Scheiße! Gut, aber da war ich ja eh schon eine Sekunde weg. Ja, gut, die nächste Runde wird auch für den Hintern, weil da habe ich nicht genug Speed mitgenommen. Okay, Ausschlag geht mir schon mal wieder hier im Tunnel. Die Kurve, das richtige Anbremsen in die erste Kurve rein. Das ist schon wieder ausschlaggebend für eine Bestrunde, glaube ich. Oh ja, das ist natürlich jetzt richtig geil, dass das Ding da jetzt im Weg liegt. Shit. Oh, 13. schon weg. Geht schon auf 4/10. Ah, shit, die Kurve nicht richtig erwischen. Okay, da muss man die Kurve richtig erwischen, weil sonst wird das alles nichts. Hier kann man abkürzen. Die Kurve geht auf jeden Fall voll. Da kann man voll durchpatchen. Also, das geht. Hier muss man die letzte Kurve muss man richtig erwischen. Mal richtig anbremsen, ihr Auto reinrollen lassen so ein bisschen und dann, wenn es passt, rausbeschleunigen. Sonst ist A-Karte.
Aber das wird nichts. Das ist immer wieder voll was für die Möhre hier. Ja, komm, gucken wir mal. So. Es sieht echt gut aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass das wieder so schnell läuft. Ja, und wenn man sich die Sektorzeiten so anguckt, ich hätte da noch besser sein können, wenn ich den ersten Sektor in der sechsten Runde da, also wir gehen jetzt mal von der achten Runde aus, wo ich ja nun die Bestzeit aufgestellt habe. Also wenn ich jetzt, also Runde 8 war jetzt ja die Bestzeit, und wenn ich jetzt in dem ersten Sektor aus Runde 6, wenn ich das genauso gut erwischt hätte oder minimal ein bisschen noch besser, dann hätte ich die 1:20.072. Also ich, da ist noch Zeit drin, da, ich kann da noch was rausholen. Ob es jetzt denn für eine 1:19 erreicht, ich weiß es nicht. Jetzt muss ich natürlich schon mal, ne? Also mache ich das dann immer und dann speichere ich das ab und dann, ja. Und dann bin ich, und dann habe ich da ein Video für euch, denn mache ich das denn soweit fertig und dann, ja, so sieht denn mein Gekruse aus. Tut mir natürlich jetzt leid, dass ich da eben voll den Schwachmatenfehler gemacht habe. Und, naja, wir gehen noch mal rein. Wir können ja mal ein bisschen cruisen hier, komm her. Da ist noch Zeit drin, da geht noch was. Jetzt, wo ich sehe, dass ich da eventuell eine 1:19 schaffen kann. Ey, jetzt will ich die haben, ne? Ey, ich muss die haben. Ey, das gibt, nicht alles. Ey, Alter. Das ist auf jeden Fall richtig knorke. So, die erste Kurve, ey, das ist mein, meine Nadel, die mich im Kopf kriegt. Wie kann man die anfangen? So. Pylonen da erwischen, Alter. Boah. Ich denke, dann ist die Zeit wieder hoch, ey. Gerade die Hunter so mit den Pylonen. Okay, man darf da minimal auf sanft fahren. Oh, shit, Kurve, die hätte ich erwischt. Muss ich kurz vom Gas gehen. Hier ist wieder Vollgas angesagt. Wie weit kann man das so? Nee, das war schon kacke. Aber die Kurve hier, die geht voll. Ja, das hier geht ja auf jeden Fall volles von. Ey, wenn das jetzt eine 1:19 wird, ey, Altauer. Ey. Ah, zu spät auf Gas. Ich glaube, das war zu spät. Puh, doch keine 1:19. Ein Glück. Weit außen wie möglich anfangen. Denn reinlenken. Alles klar. Okay, das war schon mal nicey dicey. Perfekt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nicht zu viel. So, schön erwischt, ja, sauber. So. Ein Zehntel besser. Okay. Hier wieder außen anfahren, dann reinlenken. Nein! Oh shit, ey.
Shit. Boah, da habe ich glaube ich die Pylonen getroffen. Nee, doch nicht. Boah, das muss aber hauchdünn gewesen sein. Ist immer die Frage, welcher Kurve? Ich probiere das jetzt gleich mal aus. Mist. Die letzte Kurve nicht gut erwischt. Das war wieder blöde. Ist die nächste Runde auch noch gut. So, hier wieder außen anfahren, dann rein. Kann man auf den Sand fahren? Okay, alles klar. Ja, die Kurve ist jetzt tot, die darf man die Ruhe abkürzen. Ah, ich krieg die da nicht reingelenkt. Na komm schon. Boah. So, kann ich hier abkürzen? Ah, shit, darf man nicht. Aber oh, vielleicht habe ich zu weit abgekürzt. Ich werde nochmal ausprobieren. Bei dem Auto ist das wieder so. Hier können wir noch Zeit rausholen. Okay. Bei dem Auto ist das wieder so. So wenig lenken wie möglich. Damit er da was mitnimmt. Geschwindigkeit. Ach ja, stimmt, das ist ja rot. Okay, da fülle ich jetzt immens überall. Okay. Kann man gleich sehen, wo man denn schneller ist und wo man langsamer, wo man denn schneller oder langsamer ist. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie habe ich denn jetzt die 1.20.2 geschafft? Alter! Da kann ich noch Zeit rausholen. Okay. Hier darf man minimal aufs 5 Schotter fahren. Da auch. Da darf man noch auf den Schotter. Boah, Alter, hier habe ich zu viel abgekürzt. Gleich rot. Alles klar, okay. Mako. Das ist jetzt aber...
Alter, hier kann man aber rausholen. Naja, aber ich hab's wieder verloren. Jetzt ist wieder Uli. Okay. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Oh, zu spät gebremst. Zu spät. Ah. Ja, das sind denn so meine Versuche, sag ich mal. Ja, können wir ja starten wir nochmal neu hier. Ein bisschen mache ich jetzt noch und dann ist dann. Ist natürlich jetzt geil gelaufen, dass das Ganze jetzt denn so gut gelaufen ist, dass ich jetzt an meiner eigenen Besserung arbeite. Ich versuche natürlich zu vermeiden, da in Sand reinzufahren, nicht, dass ich denn doch hier noch meine Bestzeit schaffe. Denn ja, das geht noch besser. Schätze zu hart eingelenkt, das hat wieder Geschwindigkeit gekostet. Ja, das mit dem Einlenken, das ist bei dem Wagen jetzt auch interessant. Da kann man auch verlieren. Da habe ich zu viel Geschwindigkeit verloren. Wie man sehen kann, da hätte ich noch viel mehr Gas reinnehmen können. Oder viel schneller reinfahren können. Gerade bei solchen Autos, die langsam sind, da kann man überall immens so viel Zeit verlieren. Wie ihr sehen könnt, 1,21. Wieder. Wie gesagt, hier und da kann man, darf man ein bisschen abkürzen, aber auch nicht zu viel. Hier darf man auch abkürzen, minimal. Ja, ich versuche das zu vermeiden. Aber so taste ich mich denn so gesehen an die Bestzeit ran, sag ich mal. Wie komme ich jetzt an die 1,19? Das war zu viel.
Das war zu viel gewollt. Das war zu viel. Oh, die nächste Runde auch noch gleich rot. Läuft. Gut, aber eine Bestzeitrunde habe ich ja jetzt schon mal abgespeichert, von daher alles gut. Das soll es denn jetzt auch gewesen sein. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen probiert auf die 1,19. Hat jetzt leider nicht geklappt. Ja, wie ihr sehen könnt, das sind jetzt meine Sektor-Bestzeiten in den drei Runden. Und ja. Ja, und so geht das Probieren bei mir denn eigentlich immer so weiter, ne? Also, ich probiere jetzt noch mal so ein bisschen rum. Guck, ob ich da eventuell die 1,19 schaffe. Und dann wird die Runde natürlich dann abgesaved, wie man denn hier so, kann man da ja raufklicken und dann, ja, mal gucken. Vielleicht schaffe ich ja noch die ein oder andere Bestzeitrunde. Und dann schauen wir mal. Ne? Alles klar, das soll es von mir gewesen sein. Und ja, dann hören und sehen wir uns in der Laptime-Sabbelrunde. Alles klar, bis dann.